Können wir Entscheidungen beeinflussen? Darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen philosophieren. Und zwar war ich in dem Film Der große Trip wild. Auf meinem zweiten Kanal Travaholic habe ich einen Filmtipp dazu hochgeladen und einen Ausschnitt daraus, den ich da nicht in dem Video drin habe, den möchte ich heute euch zeigen, denn es gibt einen Ausschnitt im Film, der hat mich besonders bewegt. Viel Spaß! Everything you're waiting for. Fred and George Weasley. Oh yeah, we'll check it out, definitely. Marcel meets. Haben Sie mal daran gedacht, aufzugeben? Nur alle 2 Minuten oder so. Ich habe schon oft aufgegeben. Bei meiner Arbeit, bei meinen Ehen. Bereuen Sie irgendwas davon? Ich hatte keine Wahl. Es gab auf meinem Weg nie eine Gabel. Wir haben hier auf der einen Seite den Bauern, der ganz klar dafür steht, man hat keine Wahl im Leben. Ich konnte nicht anders als Bauer zu werden und diese Frau zu heiraten. Die gehen wirklich nicht nett miteinander um, das sieht man im Film. Das, was an diesem Film so krass ist, so diese Gegenüberstellung. Und kurz nach dieser Bauerszene steht sie mit dieser Wanderkarte an einer Kreuzung und es geht nach vorne oder nach links oder nach rechts. Und das habe ich mir gedacht, ist es wirklich so, dass wir erstens keine Wahl haben im Leben, dass alles um uns herum passiert, ohne dass wir das bestimmen können? Ist es so, dass wir eine Wahl haben und jederzeit wirklich gucken können, in welche Richtung geht unser Leben? Oder denken wir nur, dass wir es tun? Hier sind ein paar Fragen, die ich mir stelle. Was, wenn ich mir vergebe? Was, wenn es mir leid tut? Das ist die kniffligste Sache. Wenn ich jetzt geradeaus gehe, dann lasse ich ja links und rechts liegen. Wenn jetzt am Ende von rechts irgendwie ein Goldbrunnen ist und ich gehe aber geradeaus und ich erfahre später erst, oh, vielleicht wäre dieser Goldtopf da gewesen, aber ich weiß es nie wirklich, weil ich bin ja nicht rechts gegangen. Dann muss ich mich einfach nur darauf konzentrieren, ich bin gerade ausgegangen, also gehe ich diesen Weg jetzt auch weiter. Und sie trifft halt da eine Entscheidung, also diese Situation, die hat mich sehr beschäftigt in dem Moment. Aber selbst wenn ich in die Vergangenheit reisen könnte, würde ich nicht eine Sache anders machen. Was, wenn all das, was ich getan habe, mich genau hierher gebracht hat? Wie ist es für euch? Denkt ihr, dass ihr wirklich Entscheidungen habt, dass ihr sie treffen könnt? Oder ist man nur Spielball von dem Umfeld und hat eigentlich keine Wahl, sondern man lässt alles mit sich passieren? Sagt mir ein Ja oder Nein. Oder wenn ihr mehr schreiben wollt, dann könnt ihr auch gerne sagen, warum ihr denkt, dass ihr immer die Entscheidung habt oder nicht. Bin ich sehr gespannt. Was gibt es auf Travaholic? Es gibt dort Reiseberichte, vor allem erstmal Europa, wie man günstig unterwegs sein kann. Als allererstes geht es jetzt nach Dublin. Also, wenn ihr wissen wollt, wie ihr da schön unterwegs sein könnt, dann schaut bei Travaholic vorbei. Und was mit Marcel Meets? Ja, auf Marcel Meets gibt es natürlich auch noch Videos, ist ja klar. Da sind auch noch viele tolle Formate geplant. Marcel Meets. Meet Marcel on his blog. Gibt es auch auf Facebook, Twitter und Blog. And always the best outtake at the end. You welcome. Warum lachst du so? Es hat echt weh getan. Können wir dass ich sage so, ja, es gibt jetzt einen neuen Kanal, schaut bei Travaholic vorbei und du dann so, oh, was ist denn mit Marcel Meets? Irgendwann, wenn du denkst, dass es passt. Okay. Es gibt eine Szene in diesem Film, die hat mich besonders mitgenommen, da habe ich sehr viel drüber nachgedacht, auch zum Thema Entscheidung, passt ja eigentlich zu Marcel Meets, Travaholic und so weiter. Okay. Was gibt es auch? Und was mit Marcel Meets? Das war nicht Marcel Meets.